Das Ergebnis war am Ende bitter, die Leistung erneut stark. Der SC Freiburg punktete im sechsten Versuch erstmals unter Trainer Christian Streich in Dortmund und bleibt durch das 2:2 beim BVB zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Darüber freut sich auch Sportvorstand Jochen Seyer, der zusammen mit Sportdirektor Clemens Hartenbach drei Tage vor Transferende noch nach Verstärkungen sucht. Aber der Auftritt hat wieder gezeigt, was uns in der aktuellen Phase auszeichnet. Das gute Gefühl darüber überwiegt deutlich das Wehklagen, so Freiburgs Sportchef. Höchstwahrscheinlich bekommt der Kader bis zum nächsten Spiel am Samstag gegen Leverkusen noch Zuwachs. Zusätzlich ist es bei den Breisgauern aber immer möglich, dass sie im Winter einen Perspektivtransfer im Vorgriff auf den kommenden Sommer tätigen. So könnte Stürmer Lukas Höhler, Sandhausen, der als Soforthilfe überrascht, ein weiterer Akteur aus der 2. Liga Folgenpunkt. Der SC hat die Fühler nach Nürnbergs Eigengewächs Patrick Kammerbauer ausgestreckt. Der Vertrag des 20 Jahre alten Sechsers, der auch in der Abwehr agieren kann, läuft zum Saisonende aus. Auf eine Vertragsverlängerung konnten sich beide Parteien nicht einigen. Deshalb kann es jetzt ganz schnell gehen, sofern der Klub wenigstens noch eine geringe Ablöse generieren möchte, anstatt im Sommer ganz leer auszugehen. Eine Entscheidung, ob Kammerbauer schon jetzt gehen darf, soll in Kürze fallen. Sollte es nicht allein um finanzielle Aspekte gehen, besitzt Freiburg im Interessentenkreis sehr gute Karten. Kein Wunder, hat der Sportclub doch mehrfach eindrucksvoll nachgewiesen, talentierte Zweitliga-Akteure zu Bundesligaspielern entwickeln zu können.